Die letzten Fotos. Das letzte Ahoi. Die letzten Fotos, ich denke, das geht weiter. Naja, für heute erstmal. Ja, klar, überhaupt. Hallo. War das toll, oder? Das war super. Das war wirklich wunderschön. Bist du das erste Mal da gewesen? Ja, das heute das zweite Mal. Das andere Mal in Berlin oder auch hier in Hamburg? Nein, hier in Hamburg. In Berlin durfte ich leider nicht erleben, aber das, was heute hier vorgeführt war, einfach Weltklasse. Ganz toll. Und ich finde das auch so schön, dass Udo auf die Bühne gekommen ist und wie ein, ja, wie ein Kumpel mit allen mitgesprochen hat. Ja, das war ganz, ganz toll. Völlig cool, ne? Eine echte coole Socke, oder? Echt? Das hat mich bis zu den Tränen gerührt. Sieht man das nicht? Was bedeutet Udo denn insgesamt für dich? Ich komme aus Gronau. Ja? Also es ist schon, aus Gronau? Ja, es ist, okay. sagt schon vieles. Ne? Wir haben was zusammen gemeinsam, das ist die Stadt. Okay. Und ich finde das ganz toll, das, was er für Deutschland getan hat. Heute nochmal den Film zu sehen, war sehr rührend. Ja. Zumal ich komme aus Russland. Okay. Ich weiß, was DDR bedeutete, ja, und was die ganzen Regime zu bedeuten hatten. Also hat mich schon ziemlich bewegt. Und ja, du bist ja noch recht jung, ne? Was denkst du, wie geht das älteren Menschen, die Udo jetzt schon seit 40 Jahren, 50 Jahren kennen und hören und auch eben die deutsche Geschichte? Ich denke mal, also wenn es mir jetzt schon so ans Herz geht, dass denen, die leben ja das Ganze, ne? Diese Panikfamilie entsteht ja einfach dadurch, weil er die wahrscheinlich immer so unterstützt hat. Und aufgrund dessen ist das deren, ja, Pate, deren Gott. Ich denke mal, dass er ihnen auch sehr geholfen hat bei dem Ganzen, ja, weiterzuleben und das zu vergessen und das Tor, ja, zu öffnen in den Westen, gemeinsame Leben hier zu leben. Und was bedeutet Udo insgesamt für dich, jetzt mal von dieser Show heute abgesehen, die Musik von Udo und Udo überhaupt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen so einen großen Bezug zu Udo wie viele andere Fans. Ich finde ihn von der Musik ganz toll. Ich verbinde viele Lieder mit meinem eigenen Lebensstil. Aber ich finde es einfach so toll, ihn immer wieder zu sehen, wie normal er ist. Ne? Die Leute, die kommen in Atlantik zu ihm und er sitzt und quatscht mit denen, macht Fotos und ein Star zum Anfassen. Und das macht ihn so menschlich und so toll. Total authentisch, ne? Also super, wirklich. Also ganz, ganz toll. Ich wünschte, dass meine Tochter das auch so erleben könnte, aber das wird irgendwann mal nicht mehr so sein. Wie alt ist sie? Leider. Meine Tochter ist 10. Naja, dann kannst du sie ja schon mitnehmen. Ich habe meinen Sohn und meine Söhne auch so mitgenommen. Da waren die 13 und 12 und 16 und so. Ja, und, das ist noch keine Gelegenheit gewesen, aber vielleicht irgendwann mal. Alles klar. Dankeschön. Vielleicht kommt ja Udo nach Gronau zu uns nochmal. Ganz bestimmt. Nun als Ehrenbürger hat er ja dann auch eine besondere Rolle da. Und, auf jeden Fall. Er ist immer willkommen. Alles klar. Dankeschön. Ganz kurze Frage. Darf ich das senden im Web-TV oder auch? Klar. Wunderbar. Vielen Dank. Tschüss.